So, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu einer Player Test. Nämlich, es dreht sich heute alles um Leroy Sané, um den Youngster auf der rechten Seite von Man City, der von Schalke zu Man City gewechselt ist. Leroy Sané hat 91er Pace, 75er Schießen, 70er Passen, 83er Dribbling, 34er Defensive und 64er Physis und 69er Overall Stats auf der RM-Position. Das sind nochmal die einzelnen Stats, die könnt ihr euch hier anschauen. Wieso besonders herauszuheben ist natürlich der Sprint Speed, also der Sprint Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung, die ist auch wichtig. Curve, also Flanken, ist auch gut, aber das erzähle ich euch später noch. Da gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr mit dem spielen müsst, damit das perfekt passt. Balance, und er ist einfach im Dribbling so stark. Balance stimmt super, agil ist er, die Ballkontrolle stimmt und auch das Dribbling. Also das wird auch dann im Gameplay sehen später, das passt schon. Das Physical, das stimmt nicht ganz, aber trotzdem finde ich das besser wie 64, muss ich echt sagen. Das werde ich aber später auch nochmal ansprechen. Das ist das auch viel besser. Im Moment kostet die USNA 4.100 Münzen auf der PS4 sowie auf der Xbox One. Also wenn er ihn kaufen wird, dann auf jeden Fall. Ich würde unter 5.000 sicher zuschlagen nehmen. Das ist nur ein Tipp von mir hier voraus. Und dann schauen wir gleich rein in FIFA, welche Stats er bei mir hat. Bis gleich. So, jetzt seht ihr schon das Team hier im Hintergrund. Um Leroy Sané. Leroy Sané hat bei mir 8 Spiele bisher gemacht und 3 Tore geschossen sowie eine Vorlage gemacht. Und dann schauen wir eigentlich schon rein und suchen einen Gegner. Dann suchen wir schon einen Gegner. Hier, wie gesagt, Leroy Sané hat mir sehr gut gefallen bisher. Wie gesagt, wir werden das nochmal ganz am Schluss bilanzieren. Und ich werde auch während dem Gameplay auch ein paar Tipps geben, wie ihr das anstellen müsst mit ihm. Weil Flanken ist zwar ziemlich stark bei ihm, Flanken, aber nicht immer. Also ihr müsst an gewissen Stellen flanken. Das werde ich euch dann noch zeigen dann im Gameplay. Sonst habt ihr mit Leroy Sané sehr verkackt, weil ich es schon ein paar Mal gehabt, dass eine Flanke total ins Nirgendwo hingegangen ist. Und wenn ich auf einer anderen Position geflankt habe, ist die Top Vorlage gewesen. So, wir spielen mit den Trikots hier. So. Der Gegner hat hier ein Bundesliga-Swords mit 10 Dortmund-Spielern. Ein von Barcelona und Marc-André ter Stegen noch im Tor und von Kiesling. Sonst alles Dortmund-Spieler. Nicht schlecht, das Squad, 80er Bewertung hat es auch, 100 Chemie. Das ist akzeptabel, würde ich jetzt mal meinen. Das wird spannend hier, wie mir das, wie das Spiel ausgeht. Aber seitdem das Leroy Sané dabei ist, gefällt mir das Premier League Team noch ein bisschen stärker. Vorher habe ich da Barrow drinnen gehabt. Barrow hat mir nicht so gefallen, muss ich echt sagen. Da hat Sané schon einiges, da gefällt mir Sané schon um einiges besser. Und so, erste Chance von uns hier. Musa! Schade, ja. Da habe ich zu eigentlich gespielt hier. Hätte ich noch auf Leroy Sané rüberflanken können. Wenn ihr ihn flanken gebt, also wenn ihr Leroy Sané flanken gebt, dann ist das mega OP. Also er kann Flanken sehr gut verarbeiten, sage ich euch jetzt schon mal. Und wegen Flanken, das zeige ich euch dann gleich, wenn ich mit ihm am Ball bin. Nur der Gegner lässt mich hier mal nicht. Boah, das war ein Fehler von mir. Das darf ich nicht machen hier. Aber er legt den Ball wieder zu weit vor. Und die Grätsche kommt auch immer nicht an. Der Gegner ist ja nicht stark hier, aber boah, kommt trotzdem zu schauen aus, da müssen wir besser verteidigen in der nächsten Situation. So, jetzt Leroy Sané. Leroy Sané tankt sich da stark durch. Leroy Sané. Wie gesagt, wenn er so flankt, wie ich jetzt geflankt habe, so dürft ihr nie flanken, die kommen nie an. Wenn ihr 5 Meter vom Tor seid, also von der Tor-Out-Linie, dann dürft ihr nie flanken. Die Flanken gehen immer ins Aus oder direkt zum Gegner. Die sind noch nie angekommen, da habe ich 5 oder 6 Flanken probiert. Ihr müsst mit ihm, das sage ich euch gleich dann, wenn ich jetzt rankomme, ihr müsst in dieser Höhe flanken. In dieser ein bisschen vorheitig flanken müsst, also am Strafraumgrenze. Wenn er da von der rechten Seite reinflankt, da habe ich letztes Mal reingeflankt, da hat er eine super Vorlage gemacht. Also dort kommen sie super rein. Ich habe diesmal ein bisschen zu spät geflankt. Aber wie gesagt, wenn ihr an der Seitenlinie seid, also an der Torlinie, dann dürft ihr auf keinen Fall flanken, wie zuvor gezeigt. Dann müsst ihr einfach durchrennen, also auf der Linie, auf der Outlinie. Und dann bekommt ihr entweder einen Eckball oder ihr seid durch. Das kann Leroy Sané super auf so engen Räumen. Da ist er extrem stark.
weil da hat er eine super Ballkontrolle für das. Da ist er auf der Linie, also kommt er nie ins, raus bei der Linie, also das ist super mit ihm da, wenn er solche Tacklings macht. Also das kann ich euch nur empfehlen. Das kann ich euch nur empfehlen. Dun, 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 dun. Oh, oh, Niklas Süle! Uiuiui! Der Typ gelb hier, oder? Ja, das gibt es ja verdientermaßen gelb. Da bin ich zu ungestüm hereingegangen in die Situation. Aber Leroy Sané, also Dribbling und so, finde ich stark. Schuss bisher hat viel Tore bei mir geschossen, auch nicht schlecht. Aber meistens immer, wenn ich rüber geflankt habe im Strafraum, auf ihn hat er die Tore geschossen. Das heißt, ich habe immer so rüber gespielt zu ihm. Das ist mega OB bei ihm. Das kann ich euch nur empfehlen. Das solltet ihr beherzen. Aber wie gesagt, ich würde Leroy Sané euch wirklich empfehlen, wenn ihr einen billigeren rechten Flügel sucht, dass im Preissegment so um die 5k liegt, also da ist er der Beste auf jeden Fall. Vielleicht ist Mahrez noch ein bisschen besser, den will ich auch mal testen, aber das wird nicht viel um sein, glaube ich. Leroy Sané hat mir da echt stark gefallen, also hätte ich nicht gedacht, dass der so stark ist, also mit dem habe ich nicht gerechnet. Klein, was machst du da? Can war es, Can war es. Und jetzt die Riesenchance für den Gegner und damit das 1-0. Okay, abseits war es okay. Ah, noch Glück gehabt hier in der Situation. Aber das war wieder schlecht verteidigt. So dürfen wir nicht öfter spielen. Sonst bekommen wir gleich noch was. So schnell durchgespielt hier. Musa, 1-0 hier. So kontert man den auch dann aus hier. 25 Minuten 1-0 für Musa. Ich sagt auch, Musa kann ich euch auch als Stürmer empfehlen. Er hat mir zwar zuerst nicht so getaugt, aber wenn ihr da eine eigene Einstellung habt, mit der dann eher ein bisschen defensiver seid und ihn dann ein bisschen mehr zum Kontern bringt, dann passt das perfekt mit Musa. Also seitdem, dass ich die eigene Einstellung habe, die kann ich euch eben mal in einem anderen Video zeigen, seitdem oder im Stream dann zeigen mal, die ist mega gut. Also da ist, seitdem geht Musa ziemlich ab, seitdem hat er 3 oder 4 Tore geschossen. Vorher war eher nur Mitläufer, weil er einfach in schlechten Positionen immer den Ball bekommen hat. Aber jetzt ist er ziemlich stark unterwegs mit dem System. Boah, Schmelle! Jetzt ist Endstation mit Schmelle und gefährlicher Schuss hier, aber Kevin Trapp hier stark gehalten in der Situation. Und wieder ist hier Musa auf und davon. Musa. Ich wollte nochmal Sané rüberlegen. Aber Sané ist da nicht gut genug mitgelaufen. Schade. Aber jetzt ist wieder Sané unterwegs. Jetzt wird er gefault. Er ist verletzt hier, lieber Sané. Aber schade. Direkt im Test wieder verletzt. Jetzt ist er wieder halbwegs fit und fahrt hier gleich mal den Ball. Den kriegt er auch in der Situation und jetzt holt er hier einen Elfmeter raus. Wie gesagt, in solchen Dribblings ist er ziemlich stark, lieber Sané. Dann lassen wir gleich mal lieber Sané auch den Elfmeter schießen, glaube ich, oder? Ja. Da ist er mit Schmelzer zu ungestüm, mit seinem Schmelzer. Arnautovic darf ihn nicht schießen. Hier lassen wir im Test wieder mal lieber Sané ran. Boah, da hat er stark gemacht. Leroy Sané, stark hier, wie er das Ding hier macht, hat es rausgeholt und dann selber auch verwertet den Elfmeter. 2-0 hier. Bisher nicht schlecht unterwegs in dem Spiel. Zuerst die anfänglichen defensiven Krisen halbwegs überstanden und offensiv haben wir jetzt bisher unsere Chancen alle genutzt, die wir gehabt haben. Bin zufrieden bisher mit dem Spiel, aber solche Aufbaufehler dürfen wir halt nicht leisten. Das ist der Gegner zu gut, oder so schlecht kann kein Gegner sein, dass man solche Fehler hier nicht bestraft bekommen in FIFA. So, Süle hier stark geklärt. Sané, starker Pass hier. Das ist auf Arnautovic. Ui, Schmelle wieder mit dem Aufbaufehler hier. Süle hat schon gelb und Süle ist immer in den Situationen, wo es gefährlich wird für uns.
Das gefällt mir gar nicht, dass der immer da rankommt an den Ball. Da ist Gelb-Rot bald vorprogrammiert. So stark hier in die. Reingelaufen hier. Weil ja, ich wollte, dass die anderen besser mitlaufen. Haben sie nicht gemacht. Wir kommen aber trotzdem gut durch. Der war nicht auf Leroy Sané gedacht hier. Schade, dass der Ball hier nicht dorthin geht, wo er ankommen sollte. So, der Gegner hier wieder durch auf der vielen kleinen Seite, aber wird hier von Wende her gestoppt. So. Vielen Klein. Sané. Stark. Musa. Musa. Wollte jetzt noch flanken. Ich wollte auf den Autowitz überlegen, weil der hat sich wahrscheinlich durchgesetzt hier in der Situation. Aber damit ist es der Halbzeitpfiff hier. Bisher erste gute Halbzeit. Also die Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Leo Sané mit dem Elfmeter, den er rausgeholt hat. Und auch mit dem Tor. Wir sind leicht. Also wir haben erst zwei Chancen gehabt gegen den neuen. Aber. Wir haben halt unsere Chance halt super genutzt und waren auch vor dem Tor präsent. Also wir haben zwar nicht so viele Schüsse aufs Tor bekommen, aber wir waren da nicht schlecht unterwegs, würde ich jetzt mal meinen. Das ist nicht so unverdient die Führung für uns. So, hier holen wir uns den Einwurf. Wir müssen nehmen den Einwurf. Wir haben zu viele Aufbaufehler noch in der ersten Halbzeit gehabt und das zieht sich hier wieder fort. Die leichten, die schweren Aufbaufehler, die haben wir wieder hier. Jetzt ist wieder Leroy Sané mit dem Dribbling dran. Leroy Sané, Leroy Sané, das war zu weit vorgelegt, schade. Da hat er sich jetzt nicht gut präsentiert. Aber er holt sich hier den Ball wieder sofort zurück. Leroy Sané, Musa bekommt den Ball. Oh, am Schluss dann schlecht gelaufen für uns. Er trägt uns hier aus, jetzt haben wir den Ball wieder. Emre Can holt sich den Ball hier souverän. Hier vertriebeln wir uns wieder. Da wollten wir zu schnell kontern. Den Ball souverän wieder geholt hier und wieder wird hier Leroy Sané geschickt. Also wie gesagt, Leroy Sané macht das ziemlich gut. Die Flanke kommt wieder nicht gut an. Also wenn er von der Situation flankte, wie auch in der Situation, wie ich jetzt auch gemacht habe, da kommt einfach der Ball nicht an. Also das kann ich euch nicht empfehlen. Habt jetzt noch einmal einen Beweis dafür gesehen. Oh, Schmelle. Die Flanke hier gut unterbunden. Jetzt wieder ein Aufbaufehler, aber der Weitschuss hier kein Problem hier. Der geht hier weit vorbei. Das ist ja so kein Problem für das Team. Emre Can hier mit einem kleinen Fehler. Und damit wird es schon wieder gefährlich hier. Wo ist das gefährlich? Süle kommt nicht hin und jetzt muss Rapid gehen. Also jetzt der Gegner wieder präsent bei uns hinten. Wir müssen jetzt die Situation überstehen hier schadlos. Und jetzt das 3-0 machen. Dann ist die Partie gegessen, würde ich jetzt meinen. Jetzt haben wir wieder einen schnellen Musser. Er hat geahnt, dass ich hier auf die Seite gehen will. Auf die wenigste gehen. Also er hat auf die Seite spekuliert. So, Bayama. Stark, Arnautovic, Arnautovic. Oh, der Ball wurde hier von Musa nochmal geklärt. So, der Gegner verspielte den Ball wieder einmal. Und jetzt ist Musa durch. Musa, der Pass sollte nochmal mitgespielt werden. Da kommt er nicht an. Und jetzt hat der Gegner eine Chance zu kontern und jetzt ist er durch. Jetzt ist es aus, oder? Trapp hat den Ball nochmal. Und jetzt, oh, das war ein Trapp-Fehler. Das war Trapps Fehler, aber jetzt hat der Gegner auch sich ein Tor verdient hier. Kommt immer besser rein und das war zwar ein Fehler von Trapp hier. Ich überspringe es jetzt gleich, aber egal. Der Pass von der Sané war hier mal nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir können den Ball wieder nicht erobern. Und jetzt hat er wieder eine Chance mit Ramos. Alter, jetzt zweimal mit Ramos. Willst du mich verarschen?
Alter, der Gegner hat jetzt innerhalb von 2 Minuten die Partie gedreht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Alter, so Dembele war es jetzt mit dem Tempo hier. Das ist lucky, Alter. Sowas ist echt. Sowas finde ich nicht okay, wenn ein Gegner dann in 2 Minuten das Tor dreht hier. Hier haben wir nämlich einmal den Ball verloren und seitdem kommen wir nicht mehr hinterher da. So, jetzt müssen wir lieber. Nicht lieber, so, nee. Arnautović muss rausgehen, der hat keine Fitness mehr, habe ich vorher schon gesehen. Für ihn wird Raheem Sterling reinkommen, den wir ja letztes Mal das Testvideo gemacht haben. So, jetzt wird der Wechsel vollzogen. Er mag Arnautović, was ist das Testvideo? Das ist ja jetzt schon. Vertausche ich hier alles. Oh, und jetzt hat er wieder die Chance zu kontern. Das wird wieder gefährlich. Unsere Spieler sind müde und jetzt dann solche Fehler zu machen ist halt tödlich. 3-2. Alter, der Gegner dreht hier die Partie, das gibt's doch nicht. Das gibt's ernsthaft nicht. Was ist denn das hier? Ramos hier. Also jetzt sprinten die uns kaputt da hinten. Keine Ahnung, was der Spieler tut. Ich drück pass den Ball nicht und dann ist der Ball wieder beim Gegner. Klein. So. Jetzt gibt's Eckball wieder. Jetzt können wir wieder Druck machen auf den Gegner. Süle mit dem Weitschuss hier. Ja, leichte Beute hier für den Gegner. Sané kann den Ball hier nicht abfangen. Süle stark hier gemacht, wie er den Ball hier abrennt. Damit wird die Chance mal unterbunden. Süle wieder mit dem Ball gewinnen. Süle. Sané. Sané! Sané! Oh, schade, Sané hier hätte es hier marken können. Oder hätte es marken müssen, sagen wir es mal so. Raheem! Raheem! Nächste Riesenchance. Wir grätschen hier gut mal rein wieder. Und jetzt haben wir die 1 gegen 1 Situation mal gewonnen. Es gibt Freistoß hier. Schnell durchgeführt, aber unser Spiel liegt im Weg. Wieso kann unser Spiel nicht aufstellen früher? Ich check's nicht. So, jetzt müssen wir wieder kontern. Kriegen den Ball nicht schnell raus und jetzt wird's wieder gefährlich. Und der Gegner schießt hier mit anderen Schülern daneben. 3 Minuten hier noch, 3 Minuten hier noch, um was zu reißen, um noch das X rauszuholen, was eigentlich von vorhin, nein, ein Sieg war eigentlich. Boah, Musa, stark, wie überlegt denn Reinhard hier, wie überlegt, ich hatte nochmal spekuliert hier auf die Kurze, super gemacht hier, hat war eiskalt hier, wie er den reinmacht, hier mit Außenriss hat er danach geschossen, dann am Schluss noch, boah, aber so stark hier, Musa in der letzten Minute. Ich sag, muss auch eine absolute Kaufempfehlung. So, und jetzt nochmal rankommen. Vielleicht kriege ich nochmal eine Chance über Raheem. Raheem ist der Ball ist im Aus hier. Schade. Oh, schlecht verteidigt hier. Und jetzt kann der Gegner nochmal kontern. Süle. Süle. Es gibt nochmal Freistoß hier, oder? Es gibt nur. Es ist Abpfiff. Es ist aus. 3-3 unentschieden hier. Am Schluss ist es noch ein unentschieden. Musa hier 9,1 und seine 8,5. 8,5. 3-3 spielen wir am Schluss. Ja, es war leicht mehr Chance für ihn, aber wir haben da. Er hat das hier immer mit seinem Speed hier gemacht und den hatte ich keine Chance halt manchmal. Dann in der 60. Minute, da hat er einfach dann Übergewicht gehabt, da habe ich einfach nicht mehr verteidigen können, seine Chancen. Schade, schade, dass wir nicht gewinnen. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Abschlussrating für Leroy Sané. Ich gebe Leroy Sané eine 2.
eine gute 2. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall bei Leroy Sané. Kauft ihn auf jeden Fall, gibt es eine absolute Kaufempfehlung für mich. Natürlich ist eins ist natürlich, muss er noch besser sein, aber er hat auch so stark gespielt, muss ich sagen, Leroy Sané. War auch hier wieder eine super Partie, die ich euch jetzt gezeigt habe. Also bin ziemlich zufrieden damit mit Leroy Sané. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das nächste Video wird über Kingsley Coman sein. Ich habe jetzt schon mal Stream ein bisschen getestet, den werde ich jetzt auch nochmal testen für das nächste Video. Und haut noch ein paar andere Spiele rein. Haut jetzt auch bei Infarms rein. Ich habe wieder 30.000 Coins, wie ihr hinten seht. Und jetzt kann ich wieder ein paar Spieler kaufen, billige Informs, teure, normale Spieler. Wie ihr wollt, haut das rein hier, wenn ihr nächstes Mal sehen wollt. Ich habe auch die Vorschläge vom ersten Part nicht vergessen natürlich. Die sind auch alle im Hinterkopf gespeichert und die werde ich dann auch von Zeit zu Zeit bringen. Je nachdem, was sich anbietet, immer zu reviewen. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Dann lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und schaut auch auf Twitch vorbei, wenn ihr noch nicht von mir auf Twitch folgt. Link zu meinen Twitch-Livestreams sind unten im Videobeschreibung. Und folgt mir auch auf Twitter, da seht ihr auch immer, wann meine Videos kommen und so. Das wäre auch eine coole Sache. Und damit bin ich raus. Ciao, euer Dani.